Michael, Frage, wie handhabst du das mit deiner Umsatzsteuer? Was meinst du damit, wie ich das handhabe? Genau, das wusste ich, dass die Frage kommt. Das ist ja gut, aber Naja, das. dass kein böses Erwachen ist. Also, wie überwachst du das, was du an Umsatzsteuer abführen musst? Okay. Also gibt es verschiedene Wege, die da nach Rom führen. Das eine ist halt, dass ich, also ich nutze einmal das, dass ich nur meine Nettoumsätze betrachte. Ja, also wichtig ist natürlich, dass die Umsatzsteuer nur relevant ist, wenn ich auch umsatzsteuerabzugsberechtigt bin, also wenn ich es abführen muss. Ja, nicht jeder muss ja Umsatzsteuer abführen, aber sollte logischerweise sein. Aber dass ich also meine ganzen Umsätze nur netto betrachte, also um ableiten zu können, wie weit ich agieren kann, wie viel ich investieren kann, ohne in die Bredouille zu kommen. Dazu betrachte ich praktisch alles nur netto. Ja, weil für mich ist ja Umsatzsteuer ist ja nur ein durchlaufender Posten. Ja, es kommt eben auch darauf an, ob ich es jetzt beispielsweise oder in welchem Rhythmus, dass ich es abführe. Ja. Ich sehe jetzt zum Beispiel das Thema Umsatzsteuer nicht ganz so kritisch, weil viele haben da immer ein bisschen Angst davor, weil der Staat ja im Endeffekt das schon regelt. Wenn du zum Beispiel wenig Umsatzsteuer oder weniger Umsatzsteuer abführst, dann hast du es ja im Endeffekt nur einmal im Jahr. Das heißt, es wird geschätzt, ja, und dann wird es einmal im Jahr wird das ja abgeführt. Dann ist es aber ja schon nicht zu viel. Ich weiß jetzt leider nicht die Grenzen, bitte Steuerberater fragen, und das mag sich auch jederzeit ändern. Aber sobald es ja mehr wird, wäre ich ja schon wieder vierteljährlich veranlagt. Das heißt, dann ist ja das Risiko, was ich vor mir herschiebe, nicht mehr so groß, weil es mich ja zumindest immer nach 3 Monaten einholt. Habe ich nochmal eine höhere Schwelle, ja, dann muss ich ja schon monatlich abführen. Also wir führen beispielsweise ja monatlich ab, und damit kann ja keine große Überraschung sein. Das heißt, ich löse das durch einen Mindestfüllstand auf dem Konto. Also ich packe jetzt nicht die Umsatzsteuer, berechne das und gucke, wie ich das wegführe, und mache das durch einen Mindestfüllstand. Man muss natürlich aufpassen, je nachdem, wie du veranlagt wirst, dass ich natürlich im Standard Umsatzsteuer abführe, auch für nicht verdiente Umsätze. Also wenn ein Kunde zum Beispiel stellt ihm eine Rechnung, dann muss ich ja Umsatzsteuer für diese Rechnung abführen, obwohl der vielleicht noch gar nicht voll bezahlt hat. Ja? Das Risiko, das löse ich eben beispielsweise durch einen Mindestfüllstand. Ja? Es gibt noch andere Möglichkeiten, wo man Puffer einbauen. Das wird jetzt bloß, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert. Aber was man sich merken soll, ist, dass er sagt, ich finde, man sollte gar nicht so viel Angst haben, so viel Tamtam drumherum machen, weil sobald es mehr wird, muss ich sowieso monatlich abführen. Ja? Und dazu, um Entscheidungen daraus ableiten zu können, betrachte ich das Ganze nur netto und habe eben meinen Mindestfüllstand auf dem Konto. Das heißt, bei mir ist nicht null, wie bei manchen, die ein Kontokorrent als null, also wenn sie dann bei minus 50.000 sind, haben die schon das als null Grenze gedanklich. Bei mir ist 0 plus. Ja, also wenn ich sage, okay, bei mir ist plus meinetwegen oder 0, also bei mir ist es eh ein bisschen höher, aber sagen wir mindestens 10.000 Euro. Aber das hängt natürlich davon ab, wie viel Umsatz das du machst. Wenn ich mehr Umsatz mache, würde ich die Schwelle immer höher setzen. Also, dass die Nulllinie nie unterschritten wird, aber die Nulllinie bei mir gedanklich ist eben bei meinetwegen plus 50.000 Euro als Beispiel. Ja, so ist es bei mir. Genau, wollte ich gerade nochmal fragen. Also eben die, habe ich richtig verstanden, die Nulllinie ist bei dir nicht die Nulllinie, sondern eben jetzt 10.000 oder 50.000 Euro. Genau. Und die ist eben dafür da, unter anderem auch dann eben die Umsatzsteuer abführen zu können. Zum Beispiel, wenn ich mich halt eben mal doch mal irgendwie vertun sollte, dass ich halt irgendwas nicht betrachte. Also, weißt du, es ist ja immer nur dann problematisch mit der Umsatzsteuer, wenn du zusammen mit einem spitzen Bleistift rechnest oder wenn du keine Rücklagen hast, wenn du null Rücklagen hast. Ja, dann ist es ja wirklich doof. Ja, dann muss ich mir schon angucken, sag, okay, wie viel habe ich eingenommen, wie viel kann Umsatzsteuer kommen, aber dann überwachst du ja auch wiederum nicht so viele Einnahmen. Ja, dann weiß ich, okay, ich habe 10.000 Euro in Rechnung gestellt, also weiß ich, muss ich 1.900 Euro Umsatzsteuer für diesen Monat beispielsweise zurücklegen. Das kann ich ja meinetwegen auch auf ein separates Konto packen, wenn ich das möchte. Ne, dass ich ein Unterkonto irgendwo wähle, was kostenfrei ist, weil solche sogenannte Unterkonten, die also nicht für den Chiralverkehr gedacht sind, die sind ja nicht kostenpflichtig, sind kostenlos in der Regel bei deiner Bank, kannst du einfach ein kostenfreies Unterkonto dazu wählen und dann packst du es halt rüber. Mir ist es zu doof, die Umsatzsteuer mal wieder hinzuschieben, dann wieder zurückzuschieben, das ist mir zu blöd. Also, ne, wenn es nicht einfach geht, geht es ja einfach nicht. Also sage ich, pass auf, wir rechnen nur netto, ja, und wir machen das mit Mindestfüllstand, weil den Rest löst ja der Staat automatisch, dass er sagt, pass auf, wenn das jetzt höher werden sollte, dass es wirklich problematisch ist, muss es ja sowieso monatlich abführen. Eine andere Möglichkeit wäre jetzt theoretischerweise noch, dass man sagt, hey, nimm doch einfach den Durchschnitt der letzten 3 Jahre, ja, wo du sagst, lass dir doch einfach von deinem Steuerberater sagen, wie viel hast du durchschnittlich die letzten 3 Jahre an Umsatzsteuer bezahlt? Jährlich. Ja. Ne? Oder kannst du, also rechnest halt dann auf den Monat um, damit ich halt einfach das als Budget monatlich in meine Kosten schon mit einpreise. Ne? Wenn ich sage, Verstanden, okay, ich habe durchschnittlich 5.000 Euro bezahlt, dann machst du halt meinetwegen 6.000 Euro als Budget oder 5.500, also packst einen kleinen Puffer obendrauf. Aber auch das ist normalerweise, also bei meinen Kunden ist es nie ein Problem, weil wie gesagt, wir lösen das mit meinem System und ein Teil davon ist eben dieser Mindestfüllstand, ja, den wir auf jeden Fall anstreben.
Wie gesagt, problematisch ist eben nur, wenn du zusammen mit einem spitzen Bleistift rechnen musst am Anfang. Aber wie gesagt, dann muss man es halt wirklich abführen. Dann nehme ich die paar Rechnungen, die ich im Monat stelle, weil die kleinen, ich muss ja wegen 20 Euro, muss ich ja nicht überwachen, oder? Also dafür sind wir ja nicht angetreten. Aber wenn ich halt mir eine große Rechnung habe und da Bammel davor habe, was auch gut ist, ne? Ich verstehe das, wenn einer sagt, ja, lieber mal vorsichtig, ich habe da schon einiges gehört. Und dazu gehört diese Sorg oder dass du da sorgfältig damit umgehst als Zuschauer. Das finde ich schon gut, ne? Aber dann brauche ich ja nicht jede einzelne Rechnung tracken, ne? Also könnt ihr gerne auch mal selber mal schreiben, wie ihr das löst, ne? Noch kurz eine Frage, wenn sich jetzt eben jemand neu selbstständig macht. Du hast es vorhin ganz am Anfang erwähnt, dass ja nicht jeder Umsatzsteuer abführen muss. Wie sind da die Grenzen oder wie Du schätze ich meinst. mich da ein, wenn ich mich neu selbstständig mache? Nein, es geht darum, ob du vorsteuerabzugsberechtigt bist. Also es gibt halt einfach Umsätze, die nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind, also wo du praktisch die Bruttoumsätze inklusive Mehrwertsteuer, das ist auch dann dein tatsächlicher Umsatz und du musst nichts abführen. Aber das sagt dir dein Steuerbüro oder das Finanzamt. Ja? Die sagen dann schon, pass auf, diese Einnahmen sind praktisch umsatzsteuerpflichtig. Okay. Ja? Okay. Und wenn eben da jetzt jemand Hilfe braucht, dann bist auch du der richtige Ansprechpartner, der da eben helfen kann, diese Übersicht zu bekommen, inklusive der Steuer. Ja, also für die Übersicht schon. Also grundsätzlich immer Steuerbüro fragen, logischerweise, ja, weil wir wollen da denen nicht ans Bein pingeln. Das würde mir auch nicht zustehen. Also wenn es um solche Sachen geht, immer das Steuerbüro fragen. Wir sind der Ansprechpartner, wenn man sagt, wie kann ich es jetzt leichter überwachen, so wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Ne? Okay. Da vielleicht auch mal eben ein bisschen so die Angst zu nehmen und sagen, pass auf, wenn du die zwei Sachen beherzigst, dann bist du schon richtig auf einem guten Kurs. Da habe ich gemerkt, dass das oftmals die Steuerberater leider nicht mit abdecken oder vielleicht Gott sei Dank nicht mit abdecken und dadurch uns Raum für Dienstleistung geben. Okay, gut. Vielen Dank für deine Antwort. Gerne doch.